Servus, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge Chiropraktik. Wir haben heute Alex zu Besuch. Hallo. Grüß dich, schön, dass du da bist. Was kann ich für dich tun? Ich habe Probleme im Rückenbereich, gerade oberer Rückenbereich. Mir schlafen oft die Arme und Hände ein. Okay. Genau, das sind so die gravierenden Probleme. Beide Arme gleichmäßig oder dominiert eine Seite? Die rechte Seite dominiert meistens. Ja, okay. Nur beim Schlafen oder auch tagsüber? Tagsüber auch. Also es kommt darauf an, wie ich den Arm halte. Also es kann auch mal sein, dass es dann wie so ein Ziehen im oberen Bereich ist und dann merke ich schon, dass die Hand und der Arm einschläft. Also kommt das Ziehen, kommt auch das Einschlafen. Genau. Dann lass uns erstmal noch bei nachts bleiben. Also du wachst häufiger auf mit einem geschlafenen Arm. Ist das häufig dann beidseits? Oder auch da auch beim Schlafen rechts? Beim Schlafen ist es meistens beidseitig. Ist beidseitig. Genau. Weißt du, wie du pennst? Auf dem Rücken, Bauch? Bauch und meistens die Arme dann so nach oben. Buhui! Ich glaube, ich gründe irgendwann mal die Anti-Bauchschläfer-Partei. Also, ich glaube, Bauchschläfer können auch sympathisch sein. Ja. Aber was jetzt so Schulter-Nacken ist natürlich eine Katastrophe. Ne? Ja, absolut. Ja. Also das ist mir auch bewusst. Ich versuche natürlich auch bewusst anders einzuschlafen. Ja. Merke dann aber beim Aufwachen, dass ich hier in der Position bin. Dass man dann doch wieder auf den Bauch hängt. Ja, da haben wir auch schon mal drüber diskutiert, ne? Auch in den Kommentaren. Wie kann man das Ganze dann verhindern? Das ist immer schwierig, weil nachts machst du ja alles unterbewusst. Es gibt wirklich noch diesen Oldschool-Trick, dass man sich einen Ball einnäht. Okay. Weil wenn du dich dann auf den Bauch legst und auf den Ball legst, ja, dann merkst du es. Ja. Ah, das machen die wenigsten. Nur generell ist es, stellst du das nicht ab, wird es mit der Behandlung schwieriger. Mhm. Weil du es ja immer provozierst nachts. Genau. Nur für den Hinterkopf nochmal. Okay. Ehrlich gesagt, habt ihr da nochmal Ideen? Ich bin mir... Sonst schreibt das bitte nochmal unten rein. Ich müsste mich da auch nochmal kundig machen. Also eigentlich müssten wir mittlerweile weiter sein, als Tennisbälle in T-Shirts zu nähen. Dann muss ich mich nochmal schlau machen. Also das musst du eigentlich, also wenn das dein Hauptproblem ist, dann muss auch das Bauchschlafen aufhören. Muss drauf verzichtet werden. Ja, ja. Okay. Weil sonst provozierst du es immer wieder. Ne? Weil das ist einfach für den Nacken tödlich. Und Arme einschlafen kommt durch eine Überspannung der Nackenmuskulatur, die drückt dann die Armnerven ab. Ja. Und dann kommen die Armnerven unter Kompression und dann kommt dieses Kribbeln der Nerven halt zustande. Halt, ja, ne? Okay. Nur einmal fürs Verständnis, deswegen ist es so wichtig, dass das wegkommt. Wenn du dann tagsüber, wann provozierst du es? In den meisten Fällen ist es, wenn ich Dinge greife. Also speziell, wenn ich jetzt irgendwie Sachen von oben runterhole, dann merke ich schon, dass es dann wieder in ein Ziehen geht und ja, dann dauert es halt nicht lange. Ja, aber wenn du es wiederholt machst oder wenn du es einmalig machst? Wiederholt. Gut, okay. Ja, verstanden. Kopfschmerzen? Oft. Ständig, immer. Ich wollte gerade sagen, das hört sich oft. Das war, was heißt, ja. Also ständig, okay, da muss ich nicht fragen, wie oft. Kopfschmerz, versuch mir den mal zu beschreiben. Die Kopfschmerzen fangen meistens an, dass sie, also im hinteren Bereich, ich kann das sehr detailliert erklären, weil ich sehr lange schon Kopfschmerzen und sehr viel Kopfschmerzen habe. Es geht dann halt oft auf den Augendruck. Oh. Und genau, also das ist damit so das Gravierende, dass ich dann wirklich Schmerzen beim Gucken quasi habe. Okay, das heißt, wenn du Kopfschmerzen bekommst, ist das seitengleich. Genau, das ist seitengleich und ich habe festgestellt, dass ich oft, ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, warme, heiße Ohren bekomme. Das ist ganz oft bei mir schon so gewesen. Das ist interessant. Untypisch? Habe ich so noch nie gehört. Tja. Aber finde ich interessant, finde ich cool. Ja. Was ich dir sagen kann auf jeden Fall ist mit dem Augendruck, das schon so... Die oberste Kopfschmerzstufe. Ja. Was mich wundert, ist, dass du gar nicht von Migräne sprichst. Das hätte ich jetzt als nächstes gesagt. Aha, genau. Okay. Ja. Weil das inkludiert das eigentlich immer. Ja. Also die Migräne ist teilweise auch sehr, sehr ausgeprägt, dass ich dann wirklich Konzentrationsschwierigkeiten habe und am liebsten in einem dunklen Raum liegen würde, wie es halt so typisch ist. Okay. Mhm. Seit wann hast du das? 11, 12 Jahre. Ja.
Okay, und das ist bei dir nicht zyklusabhängig? Nein. Ja, okay. Mhm. 11, 12 Jahre. Hattest du einen Unfall? Nein, aber ich habe von meinem jetzigen Beruf einen Beruf ausgeübt, wo ich viel stehen musste, viel mit den Armen auch arbeiten musste. Ich bin gelernte Friseurin. Ja. Und in der Regel, dadurch, dass ich halt relativ groß bin. Wie groß bist du? 1,78. Ja. Und die Leute halt durchschnittlich... Ja, mit Schuhen dann über 1,80. Genau, die Leute sind durchschnittlich kleiner. Wir haben nicht oft gesessen, sondern gestanden. Weißt du, wie groß die deutsche Frau im Durchschnitt ist? Nee. 1,65 Meter. Geht an alle Frauen raus, die immer sagen, die 1,65 Meter groß sind und sagen, ich bin klein. Ja. Stimmt nicht. Ja. Aber eine angenehme Größe wäre das. Ja, also, ne? Mhm. Genau. Okay. Mhm. Mhm. Gut. Was hat dir denn seitdem immer geholfen dann? Jetzt nehmen wir mal den dunklen Raum weg. Hast du dich mal therapieren lassen? Nein. Nö. Warum nicht? Noch nie vorgeschlagen worden? Nee, oder einfach noch nie vorgeschlagen worden. Das kann ja auch, ne? Wenn man da überhaupt gar keine Berührungspunkte mit hat, dann ist es halt auch einfach ab und zu mal so. Das ist überhaupt, warst du mal beim Arzt? Ja, des Öfteren. Also er hat dann halt viel, ne, Schmerztabletten, das Klassische. Und was mir selber aber geholfen hat, ist Sport. Ja, gute Antwort. Nämlich, was machst du dann? Kraftsport. Kraftsport, also Fitnessstudio? Sowohl als auch. Also eine Zeit lang Crossfit gemacht. Ja. Fitnessstudio auch. Und halt, wenn es die Zeit nicht hergibt, dann eher zu Hause. Also ich habe da einen kleinen Bereich hergerichtet. Ja. Und dann viel mit Gewichten. Super. Das heißt, jetzt Covid hatte ich da auch nicht aufgehalten. Nö. Stark. Aber, also du hast jetzt regelmäßig Sport gemacht. Mhm. Nichtsdestotrotz, Kopfschmerzen kommen aber trotzdem noch. Genau. Also nicht mehr so vermehrt wie früher. Ja. Aber es ist immer noch so eine Konstante. Okay. Du machst viel Gewichtstraining. Dehnst du und... Ja. Ja? Ja. Bearbeitest du deinen Nacken auch zusätzlich? Nein. Gar nicht? Nein. Okay. Gut zu wissen. So. Das soll ich heute lösen? Mhm. Seit wann ist das? 11 Jahre? Ja. Kleinigkeit. Naja, komm, dann gucke ich mir das Ganze mal an. Okay, gerne, ja. Na gut, dann rück doch mal bitte mit den Kniekehlen genau gleichmäßig zurück zur Bandkante. Super. Mhm. Was fällt mir auf. Hier unten fällt mir eine muskuläre Disbalance auf. Dein Becken kann eigentlich überhaupt nicht richtig stehen. Hier der Muskelbauch ist wesentlich dicker als hier auf der, also hier, als auch hier auf der rechten Seite. Und dafür ist rechts, aber wenn ich durchgehe, spüre ich wesentlich mehr Verhärtung. Das ist interessant. Aber wenn man schon, ich weiß nicht, wenn man, ne, meine Hände, seht ihr das? Also links ist weiter hinten als rechts, Alex. Mhm. Ne? Also das heißt, ne, das kommt meistens durch eine Rotation. Sag mal, Linda, ey. Gib die mir eine Kopfnuss. Was? Ja, echt? Ja, kannst du das vorstellen? Frechheit. Also meistens kommt das vom Becken, dass da irgendwas nicht so ganz... Hast du mal das Gefühl gehabt, dass ein Bein kürzer ist? Also hast du das mal an der Hose oder so? Hast du mal nee, das habe ich noch nicht festgestellt. Okay. Na. Also, mal gucken. Ich glaube, der linke Bein ist kürzer. Einmal nach vorne beugen. Ja, komm mal hoch. Nochmal. Ja, komm hoch. Ich mache mal so kleine Striche, wenn mir das auffällt. Okay. Ne? Nochmal. Und hoch. Ja. Und nochmal. Im unteren Rücken hast du ja keine Beschwerden, ne? Nee. Der ist knüppelhart. Machst du viel Rückentraining? Ja. Boah, nochmal nach vorne. Und hoch. Nochmal. Das wird interessant.
Das sind ja Muskeln, ey. Mein Güte. Also dein Becken ist unten durchaus rotiert. Ja, also das muss ich dir, das muss ich verändern. Mhm. Das scheint wirklich Ewigkeiten schon so zu stehen, so wie sich deine Muskeln entwickelt haben. Aber ich möchte es gerne zumindest beweglicher. Das heißt nicht, dass man es immer komplett gerade einfach wieder macht, ne? Besonders nicht nach Jahrzehnten. Mhm. Das ist nicht, dass ich daherkomme und mache Knack und das Ding ist auf einmal wieder gerade und bleibt so. Dafür hat der Körper viel zu lange so gearbeitet. Aber die Gelenke müssen frei sein und müssen arbeiten. Ne? Ja. Das ist wichtig. Gucken wir mal bei der Brustwirbelsäule. Brustwirbelsäule im Sitzen auch. Fällt mir auch der Bereich hier auf. Und was ganz witzig, jetzt habe ich natürlich schon ein bisschen gemogelt, weil ich habe schon getastet. Aber bei dir sieht man, das ist hier so ein bisschen flacher. Und dann hier, da geht es ein bisschen weiter nach hinten raus. Und genau hier hast du auch einen rotierten Wirbel. Da, rechts. Da, der Wirbel. Der steht noch ein bisschen zu weit rechts. Deswegen werde ich den hier mir definitiv angucken. Untere Brustwirbelsäule geht. Okay, hier ist keine Rotation, aber man merkt hier schon Kompression. Hier, das ist deine untere Halswirbelsäule, obere Brustwirbelsäule hier, da dieser Übergang. Ja. Da ist viel Druck drauf. Okay. Ja, jetzt. Untere Halswirbelsäule war schon toll, irgendwie, also echt interessant. Und jetzt komme ich nach oben und das ist eindrucksvoll. Wir bedenken nochmal Wiederholung, noch nie behandelt worden. Never ever. Ja. Guck mal nach links bitte, soweit wie es geht. Gut, guck mal nach rechts, soweit wie es geht. Okay, gut. Einmal Kinn Richtung Brustbein. Wie ist das hier? Hier hinten. Aus dem Brustbein, tiefer. Gut, wie ist das? Das ist okay. Gut, gucken wir unter die Decke. Wie ist das? Gut. Ja, finde ich auch. Also Beweglichkeit finde ich gut. Spannung finde ich kacke. Oberhalswirbelsäule scheint in Ordnung zu sein. Was die Wirbel angeht, untere bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Die Spannung ist... Wahnsinn. Sag mal, ich habe noch was vergessen zu fragen. Wenn deine Hände kribbeln, ne? Ja. Alle Finger? Ja. Oh, habe ich fast gedacht. Gut. So, das ist ein Ding. Oh. Ey, machst du Bankdrücken? Auch. Oh, richtige Brustmuskeln hier. Meine Güte. Das Problem ist nur, dass hier dieser Bereich da. Der muss frei sein, weil da die Armnerven durchziehen. Ah. Ja, hier das Gleiche. Gut. Ist schon direkt am Ziehen. Am Ziehen? Ja, aber in dem Bereich jetzt. Okay, gib mir mal die Hand. Drück mal zu. Gut. Nein, nein, nochmal. Daumen festhalten. Ja, das ist gut. Nochmal Druck. Fast ein bisschen mehr, ne? Hm. Ja, genau hier. Druck. Ja, links ist ein bisschen mehr. Aber ist okay. Ne? Also das, damit gucke ich einfach nur wie deine Nerven. Okay. Ne? Da ist Power hinter. Das ist gut. Cool, wollen wir anfangen? Sehr gerne. Becken, Brustwirbelsäule, Halswirbelsäule, weiß ich noch nicht so genau. Das ist mir wirklich also deine Spannung da oben. Hoho, Schultergürtel. Meine Hände kommen. Und okay. Ja. Jetzt wird es Zeit, dass da oben endlich mal Bewegung reinkommt. Wie alt bist du, wenn ich frage? 36. 36. Ja, dann wird es Zeit. So. Und jetzt sofort
mit Lotion gleite ich immer direkt anders durchs Gewebe. Und was merke ich hier? Merkst du diese kleinen Knubbel? Ja. Das sind so Stressknubbel. Das sind so kleine Abkapseln. Da, hier. Mhm. Auch typisch für Migränepatienten, für Patienten, die unter chronischen Spannungen hier in der Schulter-Nacken-Muskulatur leiden. Da werde ich immer wieder gefragt, was soll das? Warum ist das da? Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn Strukturen, Muskeln, Faszien zu lange und immer wiederkehrend unter Spannung stehen, dann ist das auch für die sehr anstrengend. Und dann gibt es Stressabkapselungen. Und das sind diese kleinen Erbsen, die man dann teilweise im Gewebe findet. Und ich werde auch immer wieder gefragt, achso, Alex? Ja? Ich hätte, wenn er es, genau, das ist eine sehr empfindliche Region, ne? Ja, ja. Ja, sagst du mir Bescheid, wenn es zu empfindlich ist, ja? Okay. Dazu wird jetzt gerade, ist es wahrscheinlich sehr. Kommen. Ja. Ja, okay. Das ist auch der Grund, warum ich gerne, ich bin auch schon gefragt worden, warum bleibst du nicht immer an einer Struktur? Naja, weil die Struktur sonst sehr schnell überreizt wäre. Und deswegen springe ich immer so ein bisschen in meinem Behandlungsspektrum hin und her. Ich wollte irgendwas anderes erzählen. Achso, diese Abkapselung, genau. Gehen die wieder weg? Nö, meistens nicht. Die bleiben da, sind da, bleiben da, sind aber nicht schlimm. Hast du noch nie eine Massage gekriegt? So eine auf jeden Fall nicht. Nee, ist ja auch keine. Fangfrage. So, hier oben, da, das ist, das ist dein Migränebereich. Mhm. Oh, es knackt. Habe ich gesagt, die obere Halswirbelsäule ist in Ordnung? Oh. Hm, bin mir doch nicht so ganz sicher. Arme kribbeln oder geht? Nee, da ist gerade alles gut. Okay. Es sind nur meine Finger. Okay? Ja. Kann ich beruhigen. Nichts anderes. Also. Auch wenn man das nicht sieht, ich habe aber so eine Stopptaste an mir. Mhm. Ja? Die reagiert auch auf auditive Befehle. Ist also, gut. Ja? Gut zu wissen. Ja. Ich muss mir vorstellen, dass bei dir in dem ganzen Bereich hier oben, das Ganze hat sich über Jahre so zusammengezogen. Mhm, okay.
Und das spiegelt sich dann einfach auch in deinem Kopfbereich wieder. Ne? Da die ganze Migräne, dieser ganze Zug, du kriegst einen riesen Druck einfach auf deinen Kopf. Und das müssen wir verringern. So, einmal nach rechts gucken bitte. Jo, wie machst du deinen Sport? Wie ich denn mache? Wie häufig, Entschuldigung. Häufig 4 bis 5 Mal die Woche. Boah, okay. Das ist einiges. So, einmal nach links gucken. Und wieder nach vorne. Super. So, ich glaube für einen Auftakt haben wir gemacht. Kurze Pause. Ja. Okay, Alex. So, kurz durchgeschnauft. Drücken wir mal auf kurz. Alles soweit okay? Alles bestens. Okay, super. Jetzt gehen wir mal den ganzen Rücken ab. Von unten nach oben. Was machst du beruflich? Ich bin in der ambulanten Hauswirtschaft tätig. Das heißt, muss aber nicht an den Patienten direkt. Nein, an den Patienten direkt nicht. Ich bin eine Unterstützung im Haushalt oder für Einkäufe. Ah ja, okay. Gut. Machst du das Vollzeit? In Teilzeit. Und da ist dann, wenn du in der Küche Sachen einräumst etc., dann merkst du das häufiger mal, oder? Ganz genau. Ja. Oder wenn wir Getränkekisten, was eher weniger der Fall ist, aber auch gerade so beim Reinigen der Wohnung, ne? Ja. Hier unten gehe ich jetzt in deinen Beckenbereich. Hier diese beiden Gelenkspalte, die muss ich dir gleich noch ein bisschen justieren. Die Lendenwirbel an sich stehen eigentlich ganz gut bei dir. Da brauche ich nichts machen. Also du merkst den Unterschied, wenn ich hier unten arbeite und hier oben arbeite, absolut, ne? Ja. Ja, was das für ein riesen Unterschied ist, von den Spannungen her einfach auch. So, ich nehme an, dass jetzt in der bisher, also ist noch nie irgendwie ein, bisher noch nie behandelt worden, nein. Ich frage keine Spahn. Also, pass auf, ich möchte jetzt deine Brustwirbelsäule in Bewegung bringen, ja? Dafür werde ich jetzt von hinten einen relativ hohen Druck ausüben. Ja. Auf deinen Wirbel, nämlich genau hier.
Und dann musst du locker lassen und ausatmen, dass ich hier ein bisschen einsinken kann. Ja, okay. Okay? Okay. Okay, gut. Einmal einatmen. Ausatmen. Und einfach wieder locker. Okay, das war einfach. Oh, oh, was war das denn? Das war komisch. Normalerweise, wenn ich einen Druck ausübe, schon hier hinten durch den Rückenstrecker, dann kommen die in Bewegung, aber so. Okay. Da war ja. Ich vertraue dem immer nicht so ganz. Da gehen wir nochmal einen runter, einatmen, ausatmen. Nochmal ein. Ausatmen. Das war's tatsächlich schon. Okay, die haben anscheinend schon längere Zeit auf mich gewartet. Und war jetzt sehr schön zu lösen. Oh, super, ey. Das ging aber sehr easy. Gut. Weißt du was, weil das so einfach ging, dann machen wir jetzt einfach mal unten im Becken weiter. Okay. Das heißt, du legst dich einmal auf die rechte Seite. So. Die Rolle brauchen wir nicht. Ich verdrehe dich jetzt ein bisschen und bringe hier unten den Bereich, den bringe ich in Bewegung. Okay. Mal ein Stück nach vorne. Ist gut. Beugen, unten strecken, das Bein strecken unten, mhm. Genau, gut. Genau, dann lässt sie hier ein bisschen locker, genau, hier rüberfallen. Einmal einatmen, ausatmen. Okay. Alles okay? Ja, alles gut. Ja, immer das erste Mal, ist immer ein bisschen komisch. Leg dich mal auf die andere Seite. Gut, warte, du denkst schon mit, aber komm ein Stück nach vorne. Cool. Warte, das Bein ist da einfach los. Genau, lass das mal so. Den an. Ja. Einmal hier greifen. Da greifen. Und jetzt hier einmal beugen. Unten strecken. Ja. Ja, so ist gut, genau. Und hier unten auch so ein bisschen hier rüberfallen. Super, fass mal hier mit der Hand an. Genau. Ich hab dich, ne? Mhm, alles gut, ja. Lösen oben. Ja, da, da. Da, und hier fallen lassen. Gut, genau. Ein, aus. Okay, locker. Ich mal auf. Da muss ich mal gucken, was da hinten im Becken passiert ist. Einmal nach vorne beugen und komm wieder hoch. Dann sehen wir den Strich links nochmal nach vorne, bitte. Gut. Nochmal. Okay, gut. Und einmal noch. Okay. Also rein von Mobilisierung her merkt man schon, wo deine Schwierigkeiten liegen. Nämlich wirklich, dass du hier oben komplett fest bist. Brustwirbelsäule hat sich quasi ohne Hände hochheben ergeben. Unten das Becken hat sich kein großer Kapseldruck. Ließ sich aber auch in Bewegung bringen. Insofern
wollen wir uns doch mal wieder dem richtigen Problembereich annähern. Und das war hier oben. Und da. Ja. Ist halt wirklich dein Hauptproblembereich hier. Da oben. Direkt unterm Schädel da. Wie sieht es mit deinem Kiefer eigentlich aus? Schlecht. Zähne knirschen. Ja. Mhm. Hast du eine Schiene? Mhm. Okay. Gut, so, wir machen noch eine kurze Wasserpause und dann machen wir hier oben in der Halswirbelsäule weiter. Also das ist schon ein bisschen ungewöhnlich, dass man solche intensiven Problematiken wie bei dir hat und dass du noch nie behandelt worden bist. Und was hast du gerade kurz in der Pause gesagt? Fix und fertig. Fix und fertig, ja genau, fix und fertig. Ja, also das ist, wenn man noch niemals weiß, was einen ja so ungefähr erwartet, bin ich sowieso noch ein bisschen überraschender in der Therapie. Und das kann schon sehr anstrengend sein. Ja. Gucken wir mal, dass wir dich nicht überanstrengen. Wir werden uns auch nochmal wiedersehen. Ja. So viel ist klar. Okay. Aber einfach nochmal gucken müssen dann, wie ist es denn dann? Ja. Ja. Und weil ich heute einfach partout nicht alles lösen kann. Ja. Definitiv. Okay. Nicht. Wir machen in Rückenlage weiter. Ja. Du darfst dich einmal gemütlich auf den Rücken legen. Und hier einmal für die Knie. Ja, gut. Wenn du jetzt schläfst, du schläfst ja auf dem Bauch, das heißt, dein Kopfkissen wird wahrscheinlich nicht allzu hoch sein. Genau. Okay. Und auf dem Rücken klappt nicht. Nee, schlafe ich nicht ein. Ja, geht vielen Menschen so, ne? Aber auch Schlafen umgewöhnen geht. Ist mal anstrengend. Ist mal anstrengend. Das heißt, bewusst? Ja, also man muss halt wirklich bewusst versuchen, darauf zu achten, halt, ne? Eher auf der Seite oder auf dem Rücken zu liegen. Wie du schon meintest, bist du eingepennt, ne? Fängst an, dich zu bewegen. Ja. Ist ja auch in Ordnung, aber sobald du aufwachst und du merkst, dass du auf dem Bauch liegst, musst du das ab jetzt verändern. Ja, okay. Das ist dann meistens eigentlich auch gar kein Problem, weil wenn du dann schon mal pennst, dann bist du so müde und dann kannst du auch noch, ne, kannst auch in einer anderen Position weiter pennen. Mhm. Und meistens. Ach. Ja, das ist. Also du hast zwei Hauptproblemstellen, das ist einmal hier der Bereich und einmal hier oben. Mhm. Mittlere Halswirbelsäule, ja okay, würde ich jetzt auch nicht sagen, aber Hauptspannungen sind wirklich untere und obere, was recht ungewöhnlich ist. Dieser Bereich hier oben, da, ja, der provoziert deine Kopfschmerzen. Okay. Und hier ist viel zu wenig Bewegung drin.
Geht? Mhm. Gut. Ich nehme jetzt den Bereich hier besonders immer mit, wegen der Augendrucksymptomatik, weil das zeigt einfach nochmal, dass, ne, dass dein ganzes Gesicht hier wirklich sich schon zusammenzieht bei deinen Kopfschmerz- und Migräneattacken. Maske, zieh die mal ein Stückchen runter, nur ein bisschen. So? Okay. So? Ja, reicht schon. Mhm. So, jetzt mal einmal hier unten dran. Nasennebenhöhlen, sind die ab und zu? Ja. Spürst du das hier? Ja. Da. Ja, da spüre ich großen Schmerzen. Ja, natürlich auch noch die Gesichtsnerven herlaufen, aber es trotzdem ist nicht hier. Mhm. Das muss ich dann noch ein bisschen lösen. Dauert nicht lange. Atme mal tief durch die Nase ein. Und aus. Spürst du, wie tief du einatmen kannst? Ja. Und nochmal. Und aus. Und. Das ist sehr angenehm. Ne? Ist mal schön, mal so richtig durchpusten zu können. Wenn man deine Nasennebenhöhlen mal so richtig frei arbeitet, dann kannst du halt auch, kriegst du auch wieder richtig Luft rein. Ich wollte gerade sagen, jetzt kommen wir ins Großkampfgebiet wahrscheinlich, ne? Zum Kiefer. Ja. Den muss ich einmal mitnehmen, es wird keine. Gut, genau, einmal durchatmen. Mhm. Öffne mal einmal den Kiefer und schließen. Das Knacken ist bekannt. Mhm. Nochmal. Öffnen. Nochmal. Beidseits, ne? Mhm. Aha. Okay, aber hängt mir rechts, ja. Du hast gesagt, du hast zwei Kinder, ne? Ja. Also hast du schon anstrengende Sachen in deinem Leben erlebt, ne? Sehr, ja. Einiges. Ja. Ich merke aber auch, dass du immer ruhiger wirst. Ich würde jetzt ganz gerne noch deine Halswirbelsäule mobilisieren. Mhm. Nicht ganz oben, die Kopfgelenke, aber hier dazwischen. Mhm. Und dann sind wir eigentlich fast durch. Okay? Ja. Einmal die Maske noch mal über die Nase, bitte. Mhm. So, ich zeig dir erst, bevor ich was mache, zeige ich dir, was ich mache. Ja? Okay.
locker lassen. Ich bringe deinen Kopf dahin. Mhm. Locker lassen. Genau. Und dann mache ich okay. noch so eine kleine Bewegung. Ja. Okay? Linke Schulter locker. Locker. Braucht ein bisschen Überredung deine Halswirbelsäule. Ich glaube, da merkt man, ne? Im Vergleich Brustwirbelsäule, Becken, Halswirbelsäule, ja. Wo hier unser Hauptproblem sitzt. War okay? War super. Jetzt im Nachhinein, ja, es hat gerade einen Moment gedauert. Ja, genau. Musste kurz überlegen, ob es okay war. Ja, es war gut. Eindrucksvolle Muskeln auf. Danke. Ja, bitte. Hängen lassen. Ja, genau. So ist gut. Also wer schon so lange solche Problematiken hat, da ist das meistens so ein Selbstschutz, wenn die Halswirbelsäule in Bewegung gebracht wird. Hat man bei dir jetzt auch mal so ein bisschen gemerkt. Mhm. Ich musste mich da so ein bisschen durchdribbeln. Aber gut, dass wir das jetzt erstmal gelöst gekriegt haben. Alles okay? Alles super. Gut. Jetzt kannst du dich auch entspannen. Jetzt passiert nichts mehr. Okay. So, ich mache hier noch ein bisschen Zino an der Halswirbelsäule, um die Strukturen zu entspannen. Und von der Behandlung her sind wir aber soweit erstmal durch und reden gleich noch ein bisschen. Bevor wir jetzt nochmal anfangen, falls ihr euch fragt und bevor ihr das schreibt, ihr könnt es auch schreiben, aber ich beantworte es vorher schon mal. Warum ist hier keine Scheibe und wir haben keine Masken auf? Wir sitzen jetzt einmal ein bisschen weiter voneinander entfernt. Insofern passt das schon. So, ich habe die Behandlung ein bisschen kürzer gemacht, weil man einfach, Energieniveau war jetzt einfach, ja. Ne? Es reichte jetzt. Und das Ding ist, wenn ich jetzt, ich muss immer gucken, welche Energiereserven hat dein Körper. Mhm. Wenn ich dich jetzt komplett, wenn ich merke, du bist komplett leerer geht es gar nicht mehr, dann hat dein Körper keine Energie mehr, um zu heilen. Mhm. Macht keinen Sinn. Mhm. Ne? Und du bist jetzt schon im kritischen Energieniveau. Ja. Insofern, wir brauchen noch Energie zum Heilen. Ja, genau. Wie war jetzt die erste Behandlung deines Lebens für dich eigentlich? Trotz der Schmerzen, die ich natürlich zwischendurch hatte, muss ich sagen, jetzt wo ich hier sitze, es fühlt sich gut an. Mhm. Ein bisschen entspannter, gerade so im oberen Bereich. Mhm. Ich habe nicht so dieses Druckgefühl. Genau, dieses Druckgefühl, das ist natürlich halt einfach bei dir eben, wie gesagt, eigentlich bei den meisten Schulter-Nacken-Patienten konzentriert sich das hier hinten auf den Nacken, auch auf den Kopf und dann entstehen auch häufig Kopfschmerzen. Bei dir ist es aber wirklich so, dass das ganze Gesicht sogar hier vorne, ja. Nase, plus um die Augenhöhlen, deine Nase, es ist alles wirklich so zusammengezogen quasi halt. Ne? Und also da spürt man schon die Jahre. Deswegen heute ein bisschen weniger. Mhm. Beim nächsten, wir sehen uns aber nochmal, weil ich dann versuche ein bisschen intensiver zu arbeiten, weil dein Körper es hoffentlich zulässt. Weil es ja heute kennen wir. Ich habe ja jetzt heute schon gelöst, beim nächsten Mal noch ein bisschen mehr. Ja. Außerdem würde ich, was noch ein bisschen fehlt, ist die Kopfgelenke oben zu lösen, also auch zu manipulieren. Mhm.
Ne? Das wäre aber auch zu viel gewesen, wenn wir das jetzt heute alles gemacht hätten. Insofern, du darfst dich jetzt erstmal ausruhen, keine großen Belastungen. Beine am besten nicht übereinander schlagen. Dein Becken war zwar nicht dein Hauptproblem, aber heute Abend guckst du, dass du deinen Kopf ein bisschen unterlagerst, wenn du Fernsehen guckst oder sonst irgendetwas. Überanstrengen dich da nicht. Okay. Mit zwei Kindern ist das schwierig, ich weiß, aber achte so die nächsten zwei Tage ein bisschen auf dich, dass du nicht in die Überlastung kommst. Okay, mach. Weil sonst kann sich alles ein bisschen zurückstellen halt, ne? Und das wäre nicht gut. Hast du eine Faszienrolle zu Hause? Die habe ich. Toll. Super. Kennst du die Nackenübung? Meine Lieblingsübung? Du kannst nicht wissen, da wir uns nicht kennen, was meine Lieblingsübung ist. Ihr wisst das aber schon. Gut. Die Nackenübung ist super, super, um hier oben die Strukturen insgesamt, deine Halswirbelsäule zu lockern. Und du strengst dich mit deinen Gewichten schon genug an. Die Übung ist total easy. Okay. Ja? Ja. Die empfehle ich dir, die zeige ich dir gleich. Ihr kennt die schon. Ich zeige sie dir aber gleich. Ne? Und wenn ihr die noch nicht kennt, die Nackenübung, dann guckt einfach bei unseren Videos. Felix hat die schon mehrfach vorgemacht, da wird das auch genau erklärt. Für dich natürlich gilt das genauso. Falls du nicht mehr weißt, was ich dir erzählt habe, guckst du da sonst einfach nochmal nach. Gemacht. Ne? Und ja, wir machen noch einen zweiten Termin ab. Ansonsten schon dich erstmal ein bisschen. Alles klar. Ja? Ja. Okay. Ja, Alex, schön, dass du unser Gast warst heute. Schön, hier gewesen zu sein. Danke. Für mich auch immer wieder spannend, das allererste Mal im Leben mal therapiert worden zu sein. Also, ne, dass du das gespürt hast. Dafür hast du es wirklich gut mitgemacht, obwohl du gar nicht wusstest, was dich erwartet. Und beim zweiten Teil werden wir dich einfach noch ein großes Stück dahin bringen, dass deine Kopfschmerzen und Migräne, na, ob die dann weg sind, das kann ich und will ich dir nicht versprechen, aber dass es deutlich ein anderes Leben für dich ist. Okay? Das wäre schön. Ja, ja, gerne. Oh, definitiv. Müssen wir uns nochmal verabstecken, oder? Das kriegen wir hin. So, wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns bitte wie immer einen Daumen nach oben. Abonnier unseren Kanal, ist kostenfrei. Und denk nochmal dran, Ball vorne, irgendwas wegen Bauchschläfer. Bitte Tipps, das meine ich ganz, ganz. Ich kenne mich wirklich mit vielen Sachen aus, aber da könnte ich wirklich nochmal Anregungen von euch brauchen. Und ansonsten schaltet spätestens beim zweiten Teil mit Alex ein und wir sehen uns dann. Bis dahin, mach's gut. Tschüss. Tschüss.